Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, was liegt denn heute an? Heute liegt an mein Kontaktformular auf der Webseite. Das muss noch ein bisschen perfektioniert werden. Der Spam-Schutz fehlt nämlich noch. Das werde ich heute noch einbauen. Und bevor wir das machen, werde ich aber mit Günther noch in die Stadt gehen. Es hat sich hier ein bisschen Post angehäuft. Die muss weg. Und ja, dann werden wir noch ein paar Erledigungen machen. Und den Rest lassen wir heute einfach auf uns zukommen. Also viel Spaß. So ihr Lieben, wir sind jetzt gerade wieder zurückgekommen. Ich ein bisschen früher als Günther, weil ich rasende Kopfschmerzen habe. Eigentlich habe ich die schon die ganze Woche. Mal gucken, ob das besser wird. Ich werde mich heute mal ein bisschen zurückhalten. Also seid mir da nicht böse, aber Gesundheit geht nun mal vor. Wenn das heute vielleicht ein bisschen kürzer wird als sonst, sollte das natürlich schlimmer werden, würde ich Donnerstag einmal aussetzen mit dem Vlog, um mich mal wieder so ein bisschen zu regenerieren. Ich weiß momentan auch nicht, woran es liegt. Ich tue eigentlich nicht mehr wie sonst auch, also ich kann nur aufs Wetter tippen, ich kann auch einfach mal so eine Down-Phase haben. Ich glaube, die hat jeder mal. Ja. Also, wenn es euch mal so ähnlich gegangen ist wie mir jetzt, könnt ihr mir das mal gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr da so ein paar Tipps für mich. So, ich gehe jetzt eben mit Günther Irkus hinten Kaffee trinken und ja, danach sehen wir uns wieder und meine Webseite, die muss ja auch noch gemacht werden. Also, bis gleich. So ihr Lieben, Webseitenprogrammierung ist für heute geschafft. Also meine Webseite steht wieder, bis auf das eigene Terminvereinbarungssystem. Da mache ich mich als nächstes dran. Das mache ich mir jetzt nebenher. Wichtig war mir jetzt erstmal, dass die Seite wieder steht. Ihr könnt natürlich auch Termine vereinbaren über diese Webseite. Ich habe da momentan ein anderes System drin, das wird aber wie gesagt nochmal ersetzt durch ein eigenes. Was habe ich heute gemacht? Das zeige ich euch mal. Ich habe hier meinem Kontaktformular ein Recapture hinzugefügt, um zu verhindern, dass das Formular von irgendwelchen Bots oder irgendwelchen Programmen oder wie gesagt oder von Hackern oder so ausgenutzt werden kann. Also, dass ich zugespammt werde. Das ist von Google ein Projekt und das habe ich eben integriert und jetzt bin ich erstmal zufrieden. Ich halte meine Scripts natürlich immer sehr einfach, damit man das auch nachvollziehen kann. Gut, einfach ist nicht immer gleich besser, aber in dem Fall war das eine Arbeit von... Ja gut, ich musste mich natürlich ein bisschen einlesen. Sagen wir mal so eine halbe Stunde, Stunde habe ich dafür jetzt schon gebraucht. Zumal ich mich jetzt sowieso gerade wieder einarbeite. Ich habe ja zuletzt, glaube ich, mit PHP 5 gearbeitet. Mittlerweile gibt es PHP 7 irgendwas. Also da muss ich mich jetzt einarbeiten, weil da sich sehr viele Dinge geändert haben und das wird noch ein bisschen dauern, bis ich da zufriedenstellende Ergebnisse habe. Umso wichtiger war mir, dass jetzt die Seite selber programmiert, neu umzusetzen. Schaut einfach mal rein, clusters-it.de. So, was habe ich jetzt vor? Jetzt gehe ich ein bisschen an die frische Luft, damit die Kopfschmerzen auch wegbleiben. Bis gleich. Jetzt noch ein bisschen einkaufen, ein bisschen spazieren und ich muss sagen, mir geht es jetzt schon ein bisschen besser. Also Stand jetzt würde ich sagen, Donnerstag gibt es einen Vlog, aber ich weiß natürlich nicht, wie das morgen aussieht, wie das Donnerstag aussieht. Lasst euch einfach überraschen. Im Moment finde ich es einfach nur herrlich,
hier rumzuspazieren und zu sehen, wie die Sonne langsam untergeht. Ich werde jetzt den Vlog auch an dieser Stelle beenden. Sag wie immer, macht was, dann bekommt ihr auch was. Und wir sehen uns dann hoffentlich Donnerstag wieder. Bis dann, ciao.